Was ist denn jetzt los? Guck mal. Ey, ihr habt, wie oft haben sich Leute schon gestört, dass die Köpfe immer nur bewegt werden? Ich hab gerade eine Möglichkeit herausgefunden, hier Gespräche und Sprache zu simulieren. Hi, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Video hier auf dem Kanal. Und ich muss direkt sagen, Leute, ich habe keine Ahnung, warum ich so aussehe, als hätte ich gerade mich unten auf den Kölner Straßen geprügelt, wild rumgeknutscht. Oder als hätte mir jemand Joker-like den Mund aufgeschnitten. Ich habe mich gerade rasiert, tatsächlich. Und offenbar, und das ist ein bisschen natürlich auch der Preis für diese unfassbar glatte und weiche Haut, wie ich sie habe, den ich zahlen muss, ist sie sehr empfindlich nach dem Rasieren. Und ich glaube, besser kann man ein Video mit einer völlig anderen Thematik nicht einleiten. Denn heute geht es um ein kleines After Effects Schrägstrich Minecraft Schrägstrich Bergmann Kurzfilm Making of Tutorial behind the scenes. Wie einige nämlich von euch vielleicht momentan schon wissen, arbeite ich an einem neuen Kurzfilm, der sich in diese Chemie-Trilogie einreiht. Das fing damals 2016 an mit Jäger der verlorenen Handys, wo Lehrer Bergmann gemeinsam mit seinen Schülern ihre Handys gesucht haben, die der Hausmeister gemobst hat. Und nebenbei haben sie ein bisschen was über Chemie kennengelernt. Im zweiten Teil Schrinkberg ging es dann auf einen Klassenausflug in eine Chemiefabrik, wo die ganze Schulklasse dann geschrumpft wurde und wir ein bisschen was gelernt haben über Polyurethane. Und ja, jetzt kommt ein dritter Teil, also es ist wieder eine Werbekooperation, eine gemeinschaftliche Kooperation mit dem VCI, mit dem Verband Chemischer Industrie. Das ist jetzt abgedreht, aber ich habe immer mal wieder dann doch so ein paar spontane Einfälle, wo ich irgendwie sage, komm, da haust jetzt nochmal einen Gag rein oder so. Und ein dieser Gags, den möchte ich heute hier in diesem Video umsetzen. Gag ist jetzt auch vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, es ist einfach eine zusätzliche Szene. Ob sie lustig ist, keine Ahnung, müssen wir später gucken, ob es visuell funktioniert. So, was ich euch ja schon verraten habe durch Teaser auf Twitter oder eben auch durch das Video hier auf dem Kanal Minecraft in der Zukunft, dass das dritte Segment des Filmes in der, zumindest zum Teil, in der Zukunft auch spielen wird. Herr Bergmann ist dann gezwungen, ich möchte noch nicht verraten warum, zurück in die Gegenwart zu reisen und benutzt dafür natürlich, wie könnte es anders sein, seinen DeLorean. Und den Gag, den ich mir jetzt überlegt habe, ist, dass er eben bei diesem Zeitsprung, in der Zukunft fliegen natürlich alle Fahrzeuge, mehr oder weniger ungewollt auf einem Highway landet, aber eben in der Luft noch ist. Und er muss dann eben runterschweben und das bleibt natürlich nicht unbemerkt, unter anderem von einem Polizeiwagen, neben dem er dann aufsetzt. Und ich möchte jetzt ganz gerne, dass dieser Polizeikorb dann aus dem Fenster guckt und dann gibt es eben einen Blickwechsel zwischen diesen beiden, also zwischen Bergmann und den Polizisten. Und dann düst Bergmann wieder ab. Und der Polizist schaut hinterher und kann natürlich nicht glauben, was er da gerade gesehen hat. Okay, genau. Dafür brauche ich jetzt zuallererst, ihr kennt es natürlich vielleicht dadurch, dass ich schon das eben bei Star Wars und so eher ein paar Tutorials gezeigt habe, brauche ich jetzt allererstes mal wieder eine kleine Kamerafahrt. Die nehme ich jetzt auf in diesem wunderbaren Green Screen Studio hier. Ich muss mal wieder ein bisschen langsamer machen. So. Muss das aber dafür kurz schließen. Set Jacko Lantern. Ihr wisst ja, der Trick von mir war immer schon mit Kürbislaternen zu arbeiten. Und diese Kürbislaternen habe ich grün umgefärbt und die strahlen eben gleichmäßiges Licht aus. Seht ihr jetzt hier gerade. Es sieht aus, als würde die ganze Welt aus einem Greenscreen-Studio bestehen. So. Der Bergmann steht jetzt hier drinnen und ich habe natürlich da unten die Füßchen. Die könnten eventuell ein Problem werden. Da muss ich jetzt gleich mal kurz überlegen, wie ich das am besten mache. Ich habe eine Idee, denn ich habe hier noch eine andere Mod drauf. Ich muss mal erst kurz das hier noch wegmachen. So. Und jetzt verliere ich hier gerade so ein bisschen den Überblick. Nehme ich auf? Ja. So, dann nehme ich die mal kurz weg hier und erstelle mir jetzt eine Schaufensterpuppe, eine Figur, die hier mit einer Mod namens Armorous Workshop hinzugekommen ist. So, jetzt habe ich mal kurz den Shader rausgenommen, um hier ein bisschen besseren Überblick zu haben. So, die Schaufensterpuppe, die sollte jetzt dahin. Guck mal, jetzt sehe ich das alles viel besser hier. Und den DeLorean platzieren wir dann da. Perfekt, das passt. Hups. So, jetzt brauche ich meine Bergmann-Figur. Die habe ich hochgeladen. Auf einem Portal, wo man sowas hochladen kann. So. So, das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt kann ich den eben mit dieser Mod hier, der hat zwar dadurch leider keine Bewegung, keine Kopfbewegung, aber die brauchen wir jetzt ja auch für die Ankunftsszene nicht. Aber ich kann mir jetzt durch diese Mod eben hier die Gliedmaßen auswählen und dann hier nämlich die verschiedenen Achsen der Gliedmaßen einstellen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und vor allem kann ich dadurch den Effekt erzielen, dass er das Lenkrad festhält. Etwas, was normalerweise eben nicht gehen würde. So, der rechte Arm, der muss noch ein bisschen näher ran. So, perfekt. Jetzt steige ich kurz in die Karre ein.
Ja, find mal die Hitbox. Das ist natürlich immer so. Und mach die Türen zu. Guck mal, jetzt lehnt er sogar also lässig mit seinem linken Arm raus. Das gefällt mir doch fast noch besser. So, und um den DeLorean jetzt zu bewegen, werde ich jetzt hier wieder eine Kamerafahrt aufnehmen. Der zweite Punkt auch markiert. Schauen wir mal. Ja. Zack. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich brauche nur ein bisschen Licht hier. Das wäre ganz gut. Deswegen mache ich mal oben kurz wieder alles auf. Timeset 4000 und strahlt es dann oben ein bisschen nicer rein. Was ist denn jetzt los? Das ist aber... Okay, das heißt, mit dem Shader hier funktioniert es offenbar schon mal nicht. Ich überlege gerade, ob ich es vielleicht irgendwie verwenden könnte. Vielleicht, dass Bergmann dadurch so ein bisschen redet. Guck mal, ey, wie oft haben sich Leute schon gestört, dass die Köpfe immer nur bewegt werden? Ich hab gerade eine Möglichkeit herausgefunden, hier Gespräche und Sprache zu simulieren. Mit diesem wunderbaren Shader hier. Großartig. So, der Shader passt. Jetzt nehme ich es mal auf und gucke mal, ob das funktioniert. Das sieht ganz gut aus. Ich könnte natürlich auch noch mal kurz probieren. Den Trick hatte ich euch ja auch schon mal in einem der Bergwars-Making-Offs gezeigt. Game Rule, do Daylight Circle True. On. Weil dadurch könnten wir jetzt quasi nochmal so ein bisschen so einen kleinen Schattenwurf hier auf seinem Gesicht simulieren. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal kurz. Zack. Wir müssen da natürlich jetzt so ein bisschen den richtigen... das richtige Timing erwischen. Und das haben wir jetzt gerade nämlich zum Beispiel nicht erwischt. Jetzt könnten wir ganz gut ankommen. Boah, okay, das könnte ganz gut gewesen sein. So, jetzt unterbreche ich kurz die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich in After Effects wieder. So, wir sind in After Effects und ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, nämlich den Polizisten. Aber auch da habt ihr nicht viel verpasst, den habe ich genauso aufgenommen, auch in der Greenscreen-Box in Minecraft direkt. Und genau, das habe ich jetzt schon mal rausgekeyt. Wie man hier sieht, nicht ganz so ordentlich, aber wurscht, jetzt für das erste Mal sollte das reichen. So, jetzt habe ich hier schon unsere Minecraft-Aufnahme von eben importiert und schaue mal, dass ich jetzt hier auch genau die richtige Stelle erwische. Wir sind ja jetzt eben gerade ein paar Mal hier vor und zurück geswitcht wegen dem Licht. Das füge ich jetzt hier ein und jetzt ist natürlich immer der spannendste Moment, ob der Winkel passt. Aber zuallererst müssen wir das mal kurz auskeyen hier. Ich nehme den mal kurz weg, den Polizisten, damit er mich gleich nicht verwirrt. So, zacki, zacki. Und vielleicht grabbe ich mir mal ganz kurz den Hintergrund von hier. Damit ich jetzt sehe, ob das nämlich einigermaßen gut ausgekeyt ist. Ich muss ganz kurz eine Warnung aussprechen an alle After Effects Profis. Ich bin es nämlich absolut nicht. Ich gehe da absolut dilettantisch ran an die Sache und habe auch nur durch diverse Tutorials mir so ein bisschen mein Wissen angeeignet. Das heißt, die Vollprofis werden vermutlich durchdrehen und sagen, Bergmann, was machst du da eigentlich? Für meine Zwecke aber, wie gesagt, reicht es und dementsprechend bitte ich, das doch bitte zu verzeihen, wenn ich jetzt hier vielleicht den ein oder anderen Kniff benutze, den man normalerweise vielleicht nicht benutzen sollte. So, ich muss erstmal den Sound hier ausmachen, weil der nervt mich gerade. So, okay, jetzt schauen wir mal. Das Spannendste, was ich gerade sagen wollte, ist nämlich, ob wir den richtigen Winkel getroffen haben. Ich kann es natürlich jetzt gleich, das mit dem Schatten sieht schon mal sehr fett aus, das kann ich nicht anders sagen. Aber es könnte vielleicht sogar geklappt haben. Also zumindest was den Straßenverlauf gerade angeht. Die Perspektive von der Straße sah das sehr gut aus. Ja, mir gefällt der Polizist da oben immer noch nicht. Aber das, was wie gesagt mit diesen lilanen Streifen und sowas liegt am Keying, da gehe ich nachher nochmal dann abseits der Aufnahme ran. Aber rein vom Landevorgang muss ich ganz ehrlich gestehen, haben wir hier direkt von der Pike auf einen First Try gelandet. Das ist sehr, sehr gut. So, ich würde ganz gerne, dass der Polizist sich erst ein bisschen später umschaut. Ist natürlich die Frage, ob ich den so aufgenommen habe. Also ob ich dem am Anfang ein bisschen mehr Zeit gegeben habe. Ich befürchte fast nicht, aber doch, aber so passt es doch eigentlich. Ich finde das schon gar nicht so schlecht, Leute. Ich finde das schon gar nicht so schlecht. So. Ja, aber der Bergmann müsste vielleicht ein Ticken weiter oben sein.
Dann machen wir das doch einfach mal kurz. Gehe ich hier rein und klicke ein bisschen auf die Position nach oben. Das ist natürlich jetzt schwierig, genau, weil der natürlich aus dem Bild raus ist. Das seht ihr hier, der ist halt unten abgeschnitten. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Spielraum. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist, ich mache es einfach ein bisschen... Ups, ja, das war das Falsche. Ich mache es einfach ein bisschen fetter. Und dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Spielraum auch nach unten. So, jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Guck mal hier. So, vielleicht habt ihr das gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe immer mal wieder so in After Effects hier mit meinen Aufnahmen so kleine Blockframes drin. Die sind auf der ursprünglichen Aufnahme nicht drauf. Ich weiß nicht, ob es einfach am Codec liegt, an diesem MP4-Format mit OBS. Irgendwie steint da irgendwas rum zu spinnen. Aber beim Export funktioniert das zum Glück immer. Was mich jetzt noch stört, sind zwei Sachen. Einmal, dass der Wagen natürlich einfach so ausgebremst wird sofort. Das sind aber so Kleinigkeiten, die ich dann jetzt nicht in der Aufnahme mache. Sondern immer abseits, aber das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was mich jetzt gerade noch stören würde. Und was wir jetzt aber sofort ändern können, ist natürlich das, was sofort ins Auge sticht. Entschuldigung. Und zwar, dass Bergmanns Augen, die nämlich auch grün sind, dass die durch das Auskeyen nämlich hier verschwunden sind. Und ich muss mal kurz gucken, dass ich das hier vielleicht doch nochmal ein bisschen anpasse. Zacki, zacki, weil wir nämlich das Gelb hier zum Beispiel verloren haben. Gucke ich mal, ob ich das irgendwie wieder hinkriege. Ich müsste eigentlich hier auch mal in einen anderen Modus gehen, und zwar in den hier. Da kann man nämlich immer ein bisschen besser schauen, was man jetzt von dem Grün wegmacht und was man eventuell von dem ganzen Auto wegnimmt. Und da sollte man natürlich gar nichts von wegnehmen, wie wir jetzt zum Beispiel hier. So, okay, das müsste jetzt passen. Ich schaue es mir nochmal kurz an. Was mir, wie gesagt, ich kann es nicht anders sagen, mir gefällt dieser Shader-Effekt mit dem Schatten auf dem Gesicht und so auf dem Auto, das gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, so, aber wir wollen die grünen Augen wieder uns zurückholen und da mache ich das jetzt folgendermaßen, und zwar, das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen die Friemelarbeit, das gute alte Maskieren, was übrigens von vielen Major Hollywood Studios immer, glaube ich, nach Indien outgesourced wird. Da gibt es dann Visual Effects Firmen, wo, glaube ich, den ganzen Tag nur Leute drin sitzen, die eben das machen, was wir jetzt machen, und zwar ausmaskieren. Denn das, was wir jetzt machen, ist quasi die Augen in einer Maske zu verfolgen, damit wir da eben das Grün erhalten lassen. Super geil erklärt, ich weiß. Aber ihr seht jetzt einfach, ich muss hier quasi jetzt mitschieben. Zack. Und zack. Und unten hier in der Timeline setzt er jetzt verschiedene Keyframes, damit das nachher mitgenommen wird. Ich könnte vermutlich auch ein bisschen großzügiger sein, einfach, dass wir nur mit zwei Keyframes machen, weil die Bewegung ja relativ gleichmäßig ist. Aber so müsste das jetzt passen. Und so sähe das jetzt quasi nur auf der Ebene aus. Und kombiniert mit der anderen passt eben das genauso, wie wir das haben wollen. Und jetzt, nehmen wir mal, da war irgendwas jetzt, da ist irgendwas komisch. Was ist das denn? Hier ist irgendwie vermutlich dadurch, dass nämlich jetzt der Effekt draußen ist, haben wir doch ein bisschen veränderte Farbe durch das Keyen. Das ist natürlich doof. Da muss ich hier eventuell ein bisschen rumschrauben. So. Yes, baby. Das sieht doch gut aus. So, schauen wir uns mal gemeinsam an. Nice. Nice. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Okay. Und das würde ich sagen, war es jetzt mal für dieses Video. Wie das am fertigen Film dann aussieht, weil es natürlich noch nichts, da muss noch Kamera-Shakes, das Ding muss noch smoother irgendwie landen und es muss natürlich auch noch Gegenschnitte geben und. Wie das am fertigen Film aussieht, könnt ihr ab dem 9. Februar 2018 sehen in dem wunderbaren Film Bergrunner. So würde er nämlich heißen, das dritte Segment der Chemiekampagne. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr Lust drauf habt. Es wird im Vorfeld, glaube ich, auch nochmal einen kleinen Teaser geben, wenn ich es schaffe. Und ansonsten könnt ihr euch darauf freuen. Es wird sehr, sehr spaßig und eine direkte Fortsetzung von Jäger der verlorenen Handys, was, glaube ich, sehr, 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 sehr cool wird. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.